Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of Warships mit dem Paddy und mir. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die letzten zwei Folgen sind nicht passiert. An die kann ich mich nicht erinnern. Was? So, ich spiele übrigens mit dem Franzosen Stufe 2. Stufe 1 gibt es nicht, weil der Paddy kein passendes Schiff für Stufe 2 zum Beispiel hat. Stift. Und wir deswegen, also man darf nicht hier weiter als eine Stufe auseinandernehmen, um fürs Matchmaking bereit zu sein. Ich spiele die nasse Sau. Die nasse Sau, du. Jetzt nehmen wir hier die, ich habe den Namen schon vergessen, Jurien. Kann ich bitte eine Picard bekommen? Eine Jean-Luc Picard? Lass uns bitte ich will nach A C. fahren. Nee, ich will nach C. Okay. Ich fahr nach ganz D8. Dann fahre ich nach E. Dann nach G. Hast du G8 gesagt? G8. Gustav 8? Gustav. Nee, das ist Gustav 9. Gustav 9 ist mein endgültiges 9. Ziel. Okay, alles klar. Also erstmal. Ich fahre erstmal Richtung Gustav 8. Me gusta. Nein, me gusta, nicht Tegusta. Boah, ich hasse diese Leute, die gleich immer sofort losspammen mit allem. Und sich direkt erstmal. Ja, genau. Schön auf dem Radar vom Feind auftauchen. Ja. Erstmal durch Beschuss. Glänzen. Ja. Das bringt, dass er auf die Insel schießt. Voll Idiot. Ja, das ist. Wer war denn das hier? Kolberg, Xinar? Ja, das war. Xinar. Xinar. Xinar, bestimmt ein Franzose. Ja, melden erstmal. Spielt schlecht. Frühzeitiges Feuer verraten und der Erste, der untergeht. Das ist auch der, der im Bett immer früh schießt. Ja. Exaktem. Also an sich sieht das Schiff ja eigentlich schon recht nice aus, ne? Für einen Franzosen. Ja. Angemessene Geschützbatterien. Und mal sehen, wie das mit der Feuerstärke steht. Damit steht und fällt immer alles. Ah, ich sag's dir. Pling, 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 pling. Pling, 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 pling. Ja, immer wenn das Ruder verstellt, so pling, 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 pling. Pling, pling. Spiel mir das Lied vom Tod. Pling, 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 pling. Franzosensteuer. Ungeheuer. Feindkontakt. Uno, Moment, so was? War das schon Feind? Oh ja, da vor uns. Auf 1 Uhr. Ich habe auf 1 Uhr einen Feindkontakt gehabt. Hinten bei C. So wie du stehst, wohl eher 2 Uhr, aber trotzdem bei C. Den erwische ich nicht mehr. Wer kann jetzt schießen, habe ich gerade drauf geachtet. 10,8 Kilometer kann ich weit schießen. Oh, fuck. Also ich kann 10,10. Guck mal lieber geradeaus, bei C sind schon zwei Leute drin vom Gegner. Also einer, den sehen wir jetzt auch, da. Bestätige Feindkontakt. Genau, den habe ich eben kurz gesehen. Oh, so ein Deutscher. Schlachtkreuzer und noch eine Frion. Der Kampfkarpfen Friolin. What? Ja, also der Name gefällt mir übrigens. Das ist KKF, Kampfkarpfen Friolin. Ich finde den gut, den Namen, ich weiß auch nicht wieso. Oh, der Klerus kriegt schon ein bisschen eingeschenkt. Ja, der Kampfkarpfen soll nicht in meiner Reichweite. Ich brauche noch ein bisschen. Ich kann schon mal visieren. Wer ist du Sau? Hier, Kampfkarpfen, für dich. Scheiße, drei Frillons wollte mich verarschen. Und eine Wyoming. Um uns herum, oder was? Nach vor mir alle. Ich weich nach links aus. Ich mache einmal eine Kehrtwende. Ja, ich dreh nach links, ne? Weil das da wird nichts mehr. Du bist tot. Ja.
Seine schon mal out of competition. Ja. Das war's. Das war's. Mich der nächste. Ich hab aber 14 Treffer, 2 Eroberungen aufgehalten und 2 Ausfälle verursacht. Oh, Moment, da ist eine Insel vor mir. Scheiße. Ja, Paddy, da ist eine Insel vor dir. Rückwärtsgang, Männer. Vorsicht, eine Friant von rechts, 7,3 Kilometer. Beschuss trifft. Natürlich trifft er. Ah, das ist der Kampfkarpfen, ist das. Ich komme um die Insel rum. Hat er gedacht. Scheiße, stackste. Alter, dann schieß ihn wenigstens ab. Kann ich nicht. Sagte er und traf trotzdem. Achtung, Wyoming incoming. Warum bewege ich mich nicht vorwärts? Oh, was ist da los? Weil du stackst. Ach, super, Rückwärtsgang. Die Hitbox ist so groß. Kinders, Rückwärtsgang. Kinders. Ja. Nein! Fuck. Scheiße. Ja, schnell Auto. Ja! Autogeschütze. Autogeschütze rules. Autogeschütze wins. Oh. Torps. Schneller! Schneller! Rückwärtsgang! Schaffst du. Ich bin kein Franzose! Schaffst du. Fuck. Ich bin kein Franzose, ich bin nicht so schnell! Fährst vorwärts schneller, ne? Ja! Aber kriegst gerade von zwei Seiten einen reingemault. Jetzt fahr mal vorwärts, beweg dich! Ich will dich doch gerade! Du fährst rückwärts! Naja, der weißt du, der Umsatz von hinten nach vorne ist nicht so schnell. So, jetzt! Ich fahr doch schon! Achtung, Wyoming incoming. Ja, deine Brücke sieht ein bisschen angeschwärzt aus. Ja. Moment, was will der denn hier? Und hinten fackelt's ein bisschen. Ich fackel nicht lang. Ich gehe unter, also los, ein. Oh, Scheiße, Alter. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Zum Hafen zurück. Ja. Alter, 6 Torbrohre. Hart. Alter, wir sind schlecht. Wir sind alles andere als gut. Wir sind schlecht. Aber nur weil ich einen Franzosen gespielt habe. Ja, du musstest unbedingt einen Franzosen spielen. Ja. Sei was Deutsches. Sei was Gutes. Sei Qualitätsware. Hafen. Sei Qualitätsware. Komm nach Deutschland. Aber darf man das so sagen? Ist das ein bisschen rassistisch? Und stimmt, tut's leider auch nicht mehr wirklich. Ja, aber wir sind immer noch made in Germany. Mhm. Ich hätte jetzt Stufe 6 anzubieten. Ja komm, wieder. Fick dich. Ja, Graf, achso, hast du keins oder was? Ich hab keinen Graf. Wo soll ich das näher holen? Oder 5. Das hat man doch schon. Mit der Graf Spee bin ich mit dir aber schon gefahren, glaube ich. Ja, auch nur weil ich hier dann das da genommen habe. Was ist denn das da? Ach, den Mutsuki. Ja, aber die hatten wir doch schon. Das stimmt auch. Ein bisschen Abwechslung. Ich hätte jetzt die G101 anzubieten. Deutscher Zerstörer. Stufe 3. Okay, Karlsruhe. Dann nehme ich auch mal die Karlsruhe. Meine Stufe 3 ist gerade im Kampf. Ja, warte. Ich hätte zwar noch ein anderes, die krieg, aber... Die kriegt noch mal... Ach ja, hier, oh. Äußeres. Ja, muss aber auf nicht bereit gehen wieder. Das ist ein bisschen nervig. Ich bin nicht bereit. Also noch mal das hier... Einen Moment, ich muss noch richtige Flagge einbauen. So. Ein Moment, ich brauche noch ein bisschen richtige Flagge. Zack, bin bereit. Ja, einbauen. Buddy, bin bereit. Da. Buddy, ich bin bereit. Was? Buddy, was? 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 Hä? Ja, komm, bist du bereit? Nein. Komm, Buddy. Jetzt hetz mich nicht. Hetz mich nicht. Ja, drück mach hin mal. Bin bereit. Ach. Wo warten wir denn? Mann. Dauerte Jahre, ne? Boah, immer diese Leute, die so ewig brauchen, um zu klicken. Ey, immer diese Leute, die irgendwelche Farben noch aufstreichen müssen. Ja, das will ich von dir nicht hören. Du gibst auch Geld für CSGO-Skins aus, gibst zu. Ich hab nicht mal CSGO, aber okay. Mir ist egal, ich auch nicht. Ne, ist egal. Aber wir sind fast unten. Hm. Ha. Alter. König. 50% Franzosen. Kongo, Omaha, Emerald, Emily Barton, Duguage, keine Ahnung, Friar und eine T22. Also eine Emily Barton kriege ich hin. Hatten wir ja doch schon. Und ein Duguage.
Dugage. Entenarsch. Entenarsch, genau. Entenarsch und Zwirren. So, ich werde dafür, wir fahren gleich links rum oder auf D zu. Brachial auf D? Brachial auf D? Ernsthaft? Weiß ich nicht. Ich würde eher um die Insel herumfahren. Also links rum D umschiffen. Ja, so halbherzig. Alles klärchen. Folgen unauffällig. Der Ozean sieht toll aus. Gefechtsstation. Folgen Sie mir einfach unauffällig. Folgen Sie mir, ich drehe schon. Folgen Sie mir, ich drehe auch schon. Folgen Sie mir, ich drehe aber weiter vorne in die Richtung, die wir fahren, als Sie sie drehen. Ich drehe weiter ein, du weißt ja gar nicht, wie ich fahren will, also musst du mir folgen. Nee, ich fahre, wie ich will. Nicht so, wie du willst, weil ich weiß, wie ich fahren will. Ja, aber du musst mir folgen, ich bin dein Führer. Moment. Was? Das geht jetzt hier zu weit. Was sagst du nur, weil wir Deutschland fahren? Ja, und eben habe ich gesagt, ich kann nicht so schnell rückwärts, weil ich nicht Franzose war. Also, was, ne? Rassismus durch, fertig. Jetzt folgen Sie mir einfach. Nee. Da weigere ich mich. Warum? Weil, nee. Einfach nein. Einfach. Ich musste mich gerade daran erinnern, dass ich auch Torpedos habe. Ich habe ja, hab auch gerade so geguckt. So, links und rechts die Rohre gesehen. So, Moment, habe ich Torpedos? Zwei doofe Gedanken. So lange nicht mehr gespielt und man denkt sich nur so, was? Kann dieses Schiff? Wer hat sich dieses Schiff ausgedacht und warum kann es so viel? Weil es ein deutsches Schiff ist. Okay, genug Rassismus hier. Ja. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's, Adler! Wer macht denn sowas? SS skaliert gleich! Kontakt? Das habe ich nicht angeordnet. Kontakt? Ich habe keine Kontakt angeordnet. Egal, Kontakt bestätigt. Egal! Egal, ich kann nur 10,6 Kilometer. Du kannst ihn nicht treffen. Doch. Du kannst auch nur 10,6 Kilometer schießen. Hast du gesehen, wie der angepinselt ist? Ja. Die Matrosenbemalung. Ich drehe ein für die Breitseite, die ich kassiere. Gegenbeschuss. Noch eine Batterie. Wir müssen Ausweichkurse fahren und zwar schnell. Sonst kassieren wir gleich sofort. Problem gelöst. Komm, einer trifft. Ach, das war sowieso Bullshit. Die schießen alle auf uns, wir sind falsch gefahren. Ja. Wollen wir umdrehen? Ja. Alles klar. Ich setze nochmal ein paar Torps in die Richtung, einfach so zur Ablenkung. Die keinen jucken werden. Nee. Aber ist ja eh nur Ablenkung. Ja, mach ich auch mal. Haben wir zwei Stück losgeschickt. Oh, ich bin tot. Was? Ja, tschüss. Nicht dein Ernst. Mann. Das ist nicht mein Tag heute. Where you go? The sun goes down. Oh, verdammt, den hätte ich noch treffen können. Und da gehe ich unter. What the fuck? Meine schönen Flaggen, meine schöne Lackierung von der Gamescom 2016. Gehe ich unter. Halte mich, Cyan, halte mich. Ich gehe unter. Ich kann hier nichts halten gerade. Rette meine Mannschaft, los! Ich bin im Arsch. Warum bist du denn im Arsch? Du musst meine Mannschaft retten. Meine Schraube dreht sich noch. Ja, weil sie es kann. Ich bin U-Boot. Ich tauch gerade ab. Was? Die U-Boote gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Oh, jetzt war ich die Titanic, mein Heck geht hoch. And I will always love you. Das war aber nicht, das war... Ja, keine Ahnung. Warte, weiß ich, wo das ist. My heart will break on. So was? Ging das. Was? Glaube ich zumindest. Der lief erst vor einer Woche im Fernsehen, der Film. Habe ich geguckt, so zur Hälfte. Woher weißt du so Bullshit? So Jack, halt mich und so, hab ich geguckt. Und die Vögelszene im Auto. Okay. Mit der Hand an dem Fenster,
wo man dann weiß, also was die da getan haben. Glaubst du, das Wichtigste gesehen zu haben? Ja, wo sie springen will, wo sie rauchen und saufen und wo sie Sex haben. Hab alles gesehen vom Film. Und am Ende, wo sie auf der Tür liegt und pfeifen soll und er gestorben ist, weil er abgefroren ist. Hab also alles gesehen vom Film. Ich kenn ja das von Mario Barth, ey. Ja, die Sicken-Else. Da pfeift die. Weißt du, auch wo er tot ist, nimmt die Pfeife von dem Seemann, schwimmt durchs Wasser und pfeift lautstark, weißt du? Ja. Die wollt den nur loswerden. Ich sag's dir. Voll die Bitch. Bitch. Voll die Bitch, die Bitch. Die Bitchy. Voll die Bitch. Bibi, 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 Bibi. Kennst du die vergessene Frontsängerin von den Ärzten? Nee. Bela Bitch. Ich kenn sie nicht, die ist vergessen. Okay. Was denn? Du hast den Witz zuerst gemacht. Ja, eben. Der mit außer Reichweite. Aber ich lebe noch, Paddy. Bin gerade ausgerastet. Ja! Wenn das jetzt bei euch Pixelbrei gab, tut es mir leid. Paddy, ich muss aber sagen, du bist bisher noch der Einzige in unserem Team, der gestorben ist. Das ist traurig. Ich halte gerade Hilfe hier von der G101. Ist das da? Nee, Mutsuki. Entschuldigung, Mutsuki. Ich gehe mal in die Aufnahme. Ich bin ein bisschen müde. Was bist du? Müd bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Müd bist du noch lange nicht. Du bist ein verficktes Arschgesicht. Nee, heute ist nichts mit Nettigkeiten, mein Freund. Nee, heute ist nichts mit Nettigkeiten. Wir haben nur aufs Maul gekriegt, also kriegt jeder andere von mir verbal auch aufs Maul. Sag mal, wieso schießt du nicht auf die Trojie, Emily Bertin, da die französische Front? Die sind da eh schon so angebrackt. Die Emily Bertin schießt auf dich. Oh. Danke, habe ich gemerkt. Was hat sie getroffen? Wie viel Schaden hat die auf einmal gemacht? Die hat dir dein halbes Leben weggemacht. Locker. Locker. Zurück zum Hafen. Nur mal kurz gucken. Es war traurig. Sehr traurig. Peinlich. Alter, guck mal, der Gegner hat aber auch... Die Nassau hat einen Sieg gemacht. Wir haben einen Sieg. Der Gegner hat aber auch drei Divisionen am Start, ne? Wir haben einen Sieg. Was redest du? Wir haben... Ja, die Nassau hat einen Sieg gemacht. Oh. Alter, 17 Punkte hat die Dujette Rougin, Truin oder Truin. Ach, die Gay hat die Gay noch. 17 HP, wenn da jetzt keiner trifft, ne? Na, endlich. So. Ja, also, ich bin fertig. Mit der Welt. Achso, bist schon wieder am Hafen, oder ja, was? Ja, mit der Welt, mit den Nerven. Achso, ja gut, dann gehe ich. Kommst du auch zurück? Ich bin nochmal wieder da. Oh. Können wir ja beenden für diese Folge. Ja, diese das ist traurig. Äußerst gut gelaufene Folge. Ja, wir haben Sieg. Am Ende stand Sieg. Ja. Also, ne, kann mir keiner was erzählen. Ja, genau. Ja, dann danke schön fürs Zuschauen. Fridolin. Wir beenden das hier, bevor es noch schlimmer wird. Tschüss. Richtig.